Nordrhein-Westfalen, der Deutschen Mitte. Und betreue unter anderem das Projekt Prospect Mirror. Und dieses tolle Programm möchte ich euch kurz vorstellen. Lauter, ich, gerne, ihr sitzt aber hinter dem Mikro, hinter dem Lautsprecher, kommt doch nach vorne, kommt einfach rüber. Keine Angst, ich weiß nicht. Also, wie komme ich dazu, mich für Russland zu interessieren? Wie komme ich dazu, meine Lebenszeit, meine Energie einzusetzen für etwas, was bis vor ein paar Jahren so einen komischen Touch hatte? Wie komme ich dazu, mich gegen den Mainstream, gegen den allgemeinen Strom der Leute, die meinen, Russland ist ein Land, wo man eigentlich Bogen drum machen sollte. Und eigentlich, es gibt keine Zufälle. Also ich habe aufgehört, an Zufälle zu glauben. Nettes Gespräch hatte ich gerade darüber. So wie die nette Elena heute hier uns kurz besucht hat, die ich im Flugzeug von Köln nach Moskau, oder umgekehrt war das damals, kennengelernt habe. Und wir stundenlang ein sehr schönes, angenehmes Gespräch miteinander hatten. Ja, das ging los, wenn man nicht immer die Bild-Zeitung liest oder andere bekannte Medien, und anfängt, sich für etwas zu interessieren und das Internet bemüht, nicht nur zum Spielen, nicht nur zum Daddeln, sondern mal ernsthaft anfängt zu recherchieren, was ich jedem wirklich ans Herz lege, empfehle. Leute, glaubt nicht, was ihr alles so hört und auch nicht in der Tagesschau. Googelt mal selber, wenn an jemand sagt, der Experte sagt, dann recherchiert doch mal, ob das stimmt, was dieser Experte so sagt. Wobei diese Experten in der Regel ja auch immer namenlos sind. Aber ich weiche ein bisschen ab vom Thema. Also, 2018 bin ich dann nach längerem Zögern, habe ich zugestimmt, über Leute, die ich kennengelernt habe, nach Russland zu fahren. Und ehrlich gesagt, ich hatte am Anfang Bedenken. Ne? Das war so voll... ja, ich hatte ein komisches Gefühl. Russland, ein Land, das war für mich ein weißer Fleck auf meiner Weltkarte, obwohl ich schon viel gereist bin in dieser Welt. Und so war es kein Zufall, dass ich Leute traf, die mich dafür erwärmten, doch mal nach Russland zu fliegen. Und so bin ich im Herbst 2018 nach Russland geflogen, das erste Mal in meinem Leben. Und zwar nach Moskau. Und Leute, fliegt nach oder fahrt nach Moskau. Guckt euch diese tolle Stadt mal an. Diese netten Leute, die Menschen dort. Wie überall in allen Städten auf der Welt. Menschen wie du und ich. Wir atmen alle die gleiche Luft. Wir haben das Blut, wir haben alle rotes Blut innen im Körper. Und die Menschen sind dort so wie wir. Das hört sich vielleicht jetzt etwas komisch an. Aber das hört sich nur für die Leute an, die ein Bild im Kopf haben, das imaginär ist, das nicht real ist. So, ich war also dort und bin dann mit der fantastischen Metro in Moskau unterwegs gewesen, gefahren, und mich hat da der Blitz getroffen in zweifacher Form. Einmal, dass diese Moskauer Metrostationen so wunderschön sind. Wenn ich dagegen hier unsere Kölner U-Bahn sehe, grausam. Grausam. Hier ist, da drüben ist Kultur. Die Stationen sind unglaublich schön. Guckt euch die an. Da werden mittlerweile Touren extra gemacht in Moskau, wo man sich, wo man in diesem U-Bahn-Metrosystem geführt wird. Das ist unglaublich. Also für Touristen eine extra Tour, sich die Moskauer Metrostation mal anzuschauen. Fahrt hin, guckt es euch an, genießt Moskau, macht es. Als ich dann zurückkam, dann kommt der zweite Blitzschlag. Irgendwann mal in meiner Woche, die ich da war, bin ich direkt nach Station, muss umsteigen in Begleitung meiner Leute, meiner Freunde da, und kam an eine Station, die nennt sich Prospect Mirror. Nun, da konnte ich noch kein Russisch. Ich kann es jetzt immer noch nicht wirklich, aber ich habe angefangen, etwas zu lernen, und durch die Corona-Krise ist auch mein Lehrgang, mein Russisch-Intensivkurs unterbrochen worden oder abgebrochen worden mittlerweile. Aber ich werde schauen, dass ich ja noch etwas weiter Russisch lernen kann, und ich empfehle allen Leuten, wenn ihr euch für euch was interessiert, macht es richtig. So,
Ich komme an so eine Station und die Moskauer Metro, das ist ja ein Eisenbahnsystem unterirdisch. Das ist ja nicht wie bei uns, wo die Straßenbahn mal einfährt und so. Das geht da ja immer ratzfatz. Und auch dort musste ich einen Superlativ lernen. Die Moskauer Metro transportiert so viele Menschen an einem Tag wie New York City und Paris zusammen. Nur mal, um so ein Gefühl für diese Stadt zu bekommen. Wie New York City und Paris zusammen täglich die Moskauer Metro. So, und dann kommen wir an eine Station, diese vielen wunderbaren, schönen Stationen in dieser Stadt unterirdisch, wo man eigentlich länger verweilen möchte, auch mal sich die Zeit nehmen möchte, da gibt es Bänke, da kann man sich hinsetzen schön und dann guckt man sich diese tolle Architektur, die Bilder an von der russischen Geschichte, von der Kultur dort. Und dann frage ich so nach dem Stationsnamen, wie heißt das denn hier? Und dann sagte man mir Prospekt Mira. Nun wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, dass Mir das russische Wort für Frieden oder Welt ist. Also es hat zwei Bedeutungen, Welt und Frieden. Und Prospekt ist die große Straße, eine Straße, ein Pracht, ein Boulevard, ja noch eine Chaussee. Also so ein ja, ich weiß gar nicht, haben wir hier sowas so richtig Prachtstraßen, ja? Also, als ich das denn hörte, als mein Freund das übersetzte, ja, das ist hier in der Richtung, hat er mir das übersetzt und ich sagte, für mich war sofort klar, das ist die Straße zum Frieden, die Friedensallee, die Friedensstraße, der Friedenschaussee. Ich habe das einfach Friedensstraße genannt. Das hatte in mir, also dieser Name hat sich bei mir im Kopf eingebrannt, den habe ich seitdem nicht mehr vergessen. So, die Woche ist für mich damals im Herbst 2018 viel zu schnell vorbeigegangen. Also die Tage sind geflogen, vor allen Dingen, wenn man mit netten Leuten zusammen ist, wie es das eigentlich immer dann so der Fall ist. Und mir war eigentlich schon klar, hier kommst du nochmal hin. Also hier, das musst du dir nochmal angucken. Eine Woche reicht eigentlich gar nicht für Moskau. Das ist eine wahnsinnig tolle Stadt. Und hat mit den Vorstellungen, die wir vielleicht noch so von 20 Jahren hier, die man uns versucht zu verkaufen, in den Köpfen nichts mehr zu tun. Überhaupt nicht. Gar nichts. Also wer meint, Moskau oder Russland ist immer noch so ein Land, da gehe ich besser dran vorbei oder ich mache lieber Urlaub woanders. Probiert's mal, fahrt mal hin, guckt euch das an. So, zurückgekommen nach Deutschland, der Name war eingebrannt im Kopf und ich bin halt so ein Mensch und mir war sofort klar, hier musst du was tun, hier musst du was machen. Das ist immer so. Ne? Viele Leute erzählen dir irgendwas und wenn man dann hinfährt und wirklich mal guckt, ist das so vor Ort, zerbröseln Vorstellungen. Ja? Und diese Vorstellung von Russland ist in dem Fall zu Staub zerfallen, das Bild, was ich im Kopf hatte. Ein viel schöneres hat sich hervorgetan bei mir. So, und das Erlebnis, was ich hatte, dachte ich, das musst du anderen Menschen auch beibringen, nahebringen. Das musst du teilen mit diesen Leuten. Und so habe ich das Projekt Prospekt Mira ins Leben gerufen, in Verbindung mit der Deutschen Mitte. Jetzt sind wir in Gruppen bisher zweimal nach Russland geflogen. Immer erst nach Moskau und sind dort in also einmal eine Achtergruppe und einmal etwas kleiner, haben einen Bus gemietet, ne, so einen kleinen Transit hier, so einen Sprinter und sind durch Moskau und in die Umgebung von Moskau bis oben an die Wolga nach Jaroslawl gefahren. Also wir haben jetzt nicht nur die Großstadt Russlands kennengelernt, die Hauptstadt, die ja schon der Wahnsinn ist, sondern wir sind auch wirklich in die Dörfer da reingefahren. Und unser Fahrer, das war auch so ein netter Mann, der hatte sich verfahren. Ja, der sollte uns eigentlich dort abliefern und irgendwie hat er vom Weg abgekommen und sind in einem anderen Dorf gelandet, irgendwo mitten in Russland. Und ja, wie das so ist, ne? Man trifft dann da liebe, nette, tolle Menschen und wir haben uns da mehrere Stunden, wir hatten einen Dolmetscher dabei, also jemand, der Deutsch-Russe, der halt Russisch kannte.
Und der dann die mühevolle Aufbau war und die das wunderbar gemanagt hat, ständig annähernd simultan zu übersetzen. Und so haben wir dort in einem Dorf, wo wir eigentlich jetzt gar nicht hin wollten, sind wir herzlich empfangen worden, aufgenommen worden. Und nach einer kurzen Kennenlernphase, da ging das dann zu Tee und über und wir haben uns etwas näher kennengelernt. Ja, dann sind wir weiter rauf oben zu Wolga nach Jaroslawl und auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Kultur überall, also da Wasserspieler in der Stadt Jaroslawl. Aber wir sind da ja nicht hingefahren, um Touristen zu sein, wobei das auch dazu gehört. Warum nicht? Das ist ein tolles Land und wenn man da schon ist, sollte man auch was von dem Land sehen. So, und dann sind wir eine ganze Woche lang, ich meine, das war sogar etwas mehr wie eine Woche, 8 Tage, 9 Tage, haben wir dann Russland bereist, kennengelernt, viele verschiedene Stationen. Wir haben an einem Ivan Kupala-Fest teilgenommen. Das ist die Sommersonnenwende in Russland, auch sehr zu empfehlen, sehr schön, sehr ursprünglich. Und diese Reisen sind weiterhin angedacht, mit Menschen, die Interesse haben, mit uns mitzukommen. Nicht in einem TUI-Unternehmen, das alles durchgestylt hat und alles perfekt abläuft, sondern mit uns, mit Menschen, die alles ein bisschen lockerer und leicht nehmen und aus der Not eine Tugend machen und wir jederzeit überall hinfahren können, weil wir unabhängig dort unterwegs sind. Ein nettes ein kleiner Abstecher. Wir haben eine Familie dort kennengelernt, auch durch Zufall. Wie gesagt, es gibt keine Zufall, das sollte so sein. Jemand, der mich begleitete, der liebe Henry, der auch hier ist heute. Grüß Henry. Wir haben uns ein Fahrzeug gemietet drüben, wo wir da waren und haben diese nette Frau, die ganze Familie besucht, das zweite Mal und das war so herzlich. Ne? Das war so, und die Lebensmittel alle aus dem Eigenanbau, alles im Eigengarten, das war so lecker, das Essen, das ist unbeschreiblich. Wir machen das weiterhin. Corona hat uns jetzt ein bisschen ausgebremst. Im Moment gibt es Reisebeschränkungen, die aber hoffentlich bald aufgehoben werden in die osteuropäischen Länder. Und wenn das der Fall ist, werden wir lehnen vorher schon dran, wir sind jetzt schon dabei, immer zu überlegen, was können wir denn als nächstes machen. Und ich hoffe, ihr meldet euch über die Deutsche Mitte, die Website oder über die E-Mail info@deutschemitte.de und meldet und schreibt uns an und wir werden zusammenkommen und dann mal gemeinsam Russland kennenlernen. Der Grund ist natürlich, wenn ihr da seid, euch die andere Seite zu zeigen. Hier im Moment bekommt ihr wie in der Tagesschau immer nur eine Seite präsentiert. Die andere Seite kann ja nicht auch argumentieren. Und daher bieten wir die Möglichkeit, sich die andere Seite, in dem Fall die russische Seite, anzuschauen und nicht nur Russland. Über die Reisen, die wir getätigt haben, haben wir und besonders ich auch Weißrussen kennengelernt. Ein Gruß geht an den lieben Valery in Brest und die Möglichkeit, nach Weißrussland zu fahren, das schöne Weißrussland kennenzulernen, die netten Leute dort kennenzulernen, besteht natürlich auch. Und vielleicht kann man das ja mal kombinieren, dass man Weißrussland und Russland in einer Fahrt macht. Und ich kann es nur nochmal wiederholen und betonen, habt den Mut, geht dahin, wo sie euch sagen, wo ihr nicht hingehen sollt. Macht das. So erging es mir und ich bin enttäuscht worden, im wahren Sinne des Wortes, nämlich der Täuschung entledigt worden. Und ich werde weiterhin sehr gerne nach Weißrussland und nach Russland fahren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.